1. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu unserer Reihe Familie heute. Wir haben eine Umfrage gemacht und wollten wissen, wie der Kontakt der Leute zu ihren Familien ist. Hier einige Antworten. Rosita aus Italien sagt: Ich lebe jetzt in Österreich, weil ich hier arbeite. Meine Familie lebt in Italien, aber ich habe viel Kontakt zu ihr. Ich telefoniere 1 bis 2 Mal pro Woche mit meinen Eltern. Zu meiner Schwester habe ich noch mehr Kontakt. Mit ihr kann ich über alles reden. Wenn es Probleme gibt, weiß ich, dass ich mich auf meine Familie verlassen kann. Das gibt mir Sicherheit. Diese Antwort hat Murat gegeben. Meine Familie lebt zum Teil in Österreich, aber ich habe auch viele Verwandte in der Türkei. Ich bin gerade dort gewesen. Mein Onkel hat Geburtstag gehabt. Das war sehr schön und für mich war es sehr wichtig, weil ich viele Familienmitglieder wiedergesehen habe, zu denen ich lange keinen Kontakt mehr gehabt hatte. Zu Familienfesten fliege ich immer in meine Heimat. Nur so kann ich die Kontakte halten. Und Roberta aus Brasilien sagt: Ich lebe schon 25 Jahre in Österreich und war schon 15 Jahre nicht mehr in meiner alten Heimat, Brasilien. Meine Eltern leben nicht mehr und mit meinen Geschwistern, die viel älter sind als ich, telefoniere ich nur 1-2 Mal im Jahr. Wir haben noch nie viel Kontakt gehabt. Für mich sind meine Freunde wichtiger als meine Familie. Von Helmut kommt diese Antwort. Ich bin ein Familienmensch. Ich bin Vater von 4 Kindern und meine freie Zeit verbringe ich immer mit meiner Frau und den Kindern. Wir machen Ausflüge oder besuchen unsere Verwandten. Meine Kinder freuen sich immer, wenn sie ihre Großeltern sehen. Oft kommen die Verwandten auch zu uns zu Besuch. Für mich ist klar, Karriere ist nicht so wichtig. Die Familie ist wichtiger. Übung 10. Ich bin Alicia. Ich wohne mit meinem Mann und meinen Kindern zusammen. Früher haben wir in dem Haus von meinen Eltern gewohnt, aber wir haben uns oft mit ihnen gestritten. Deshalb haben wir eine eigene Wohnung gesucht. Jetzt verstehen wir uns wieder besser mit meinen Eltern und wir freuen uns immer, wenn wir sie besuchen. Sie helfen uns auch, wenn wir Hilfe brauchen. Und die brauchen wir oft, weil wir eine eigene Firma haben. Als mein Mann und ich vor 3 Wochen eine Geschäftsreise gemacht haben, haben sich meine Eltern um die Kinder gekümmert. Ich heiße Martin. Früher haben meine Frau und ich bei meinen Schwiegereltern gewohnt. Ich erinnere mich gern an diese Zeit. Wenn wir zusammen waren, war es immer sehr gemütlich. Aber seit letztem Jahr sind meine Frau und ich getrennt. Meine Frau ist mit den Kindern bei ihren Eltern geblieben. Ich lebe jetzt allein in einer Einzimmerwohnung und habe wenig Platz. Deshalb sind die Kinder nie bei mir zu Besuch. Wenn ich meine Kinder sehen will, muss ich zu meiner Frau und meinen Schwiegereltern fahren. Wenn ich eine größere Wohnung finde, können sie auch bei mir übernachten. Hoffentlich finde ich bald eine. Übung 20. Guten Tag, Herr Wieland. Gut, dass ich Sie treffe. Waren Sie gestern auf dem Elternabend? Guten Tag, Frau Marx. Ja, ich war dort. Gibt es in diesem Jahr eine Projektwoche? Ja, Frau Müller, der Klassenvorstand, möchte im Juni mit der Klasse gerne nach Salzburg fahren. Weiß sie schon, wie viel die Fahrt kostet? Sie denkt, dass wir ungefähr 280 Euro für jedes Kind bezahlen müssen. Das ist nicht billig. Vielleicht können das nicht alle Eltern bezahlen. Frau Müller hat gesagt, dass der Elternverein helfen kann. Übung 21. 1. Aufzuräumen. Die Wohnung aufzuräumen. Habe ich Zeit, die Wohnung aufzuräumen?
2. Keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Nein, ich habe keine Zeit. Drei. Zu liegen. Auf dem Sofa zu liegen. Aber ich habe Lust, auf dem Sofa zu liegen. Übung 26. 1. Erziehen. Alleinerziehend. Erziehungsfragen. Zwei. Die Familie. Die Großfamilie. Die Kleinfamilie. Drei. Der Unterricht. Der Förderunterricht. Der Nachhilfeunterricht. Übung 8. Liebe Hörer, wir sind heute in der Sprachschule Berger und wollen wissen, wozu die Leute hier Deutsch lernen. Entschuldigen Sie, darf ich Sie fragen, wie Sie heißen und woher Sie kommen? Ich bin Rana aus Syrien. Mich interessiert, warum Sie einen Deutschkurs machen. Ich habe in Syrien studiert und will jetzt hier in Österreich weiter studieren. Für die Universität muss ich eine Deutschprüfung machen und deshalb bin ich jetzt in einem B2-Kurs. Die Kurse A1 bis B1 habe ich schon in Syrien gemacht. Und wie ist es bei Ihnen? Hallo, ich bin Anastasia aus Russland. Ich habe 2 Kinder, die in die Volksschule gehen. Ich finde es wichtig, dass ich gut verstehe, was in der Schule passiert, und ich möchte auch gerne mit den anderen Eltern sprechen können. Deshalb mache ich jetzt den B2-Kurs. Letztes Jahr habe ich den B1-Kurs gemacht. Mhm. Und Sie? Warum besuchen Sie hier einen Deutschkurs? Mein Name ist Antonio. Ich komme aus Kuba. Ich lebe seit 2 Jahren in Österreich und ich spreche auch schon ganz gut Deutsch. Aber ich mache hier einen C1-Kurs, weil ich noch immer Probleme habe, wenn ich Zeitungen und Bücher lese. Vielleicht können Sie mir auch noch sagen, wozu Sie hier einen Deutschkurs machen? Gerne. Ich heiße Jonathan. Ich habe schon in den USA Deutsch gelernt und kann ganz gut lesen und schreiben. Aber als ich nach Österreich gekommen bin, habe ich gemerkt, dass es für mich nicht leicht ist, zu sprechen. Ich möchte hier gerne viele Leute kennenlernen und dann ist es natürlich wichtig, gut Deutsch zu sprechen. Übung 16. Man sollte den Gesprächspartnern immer zustimmen. Da hast du recht. Man streitet sich zu schnell, wenn man verschiedene Meinungen hat. Ich mag es nicht, wenn man mich kritisiert. Dann spreche ich nicht mehr weiter. Ich finde es falsch, ein Gespräch zu beenden, nur weil es Kritik gibt.
Wenn ich schlechte Laune habe, versuche ich das nicht zu zeigen. Ich finde, man darf auch zeigen, dass man keine gute Laune hat. Ich bin in Gesprächen immer aufmerksam. Das bin ich auch. Man sollte seinen Gesprächspartnern zuhören. Übung 20. 1. Das schmeckt super. 2. Wir telefonieren. 3. Nein, so geht das nicht. 4. Ich kann dich nicht verstehen. Was hast du gesagt? 5. Das ist wirklich schlimm. 6. Du spinnst ja. 21. 1. Kindermark. 1. Einen attraktiven Mann, der gut kocht und Kinder mag. 2. Sie sucht einen attraktiven Mann, der gut kocht und Kinder mag. 2. Das Geld verdient. 1. Eine elegante Frau, die das Geld verdient. 2. Er sucht eine elegante Frau, die das Geld verdient. 28. 1. Die Stärke. 2. Die Zukunft. 3. Die Liebe. 2. Schön. 3. Schlau. 4. Schlank. 5. Schick. 3. Der Finger.
Der Zeigefinger. Der Daumen. Übung 17. 1. Brauchen wir noch etwas aus dem Supermarkt? 2. Die Waschmaschine ist wieder kaputt. 3. Hast du den Einkaufszettel geschrieben? 4. Wir müssen morgen die Wohnung putzen. 22. Susanne und Florian, wo habt ihr euch kennengelernt? Ach, das ist schon lange her. Wir waren im Gymnasium in einer Klasse, aber nach der Matura haben wir uns 6 Jahre nicht gesehen. Also keine Liebe auf den ersten Blick? Nein, das kam erst später. Vor 3 Jahren waren wir bei der Hochzeit von gemeinsamen Freunden. Wir sind am Tisch nebeneinander gesessen und haben beim Essen die ganze Zeit miteinander geredet. Später haben wir miteinander getanzt und dann habe ich Susanne nach Hause gebracht. 3 Tage später habe ich sie angerufen. Endlich! Ich hatte schon Angst, er meldet sich nicht. Wir haben uns dann in einem Kaffeehaus getroffen und einen schönen Tag miteinander verbracht. Oh, ich war total verliebt. Er zum Glück auch. Danach haben wir uns bald jeden Tag gesehen. Ja, so war das. Und jetzt sind wir schon 3 Jahre ein glückliches Paar. Aber noch kein Ehepaar. Wollt ihr heiraten? Nein, das planen wir jetzt nicht. Aber wir wollen zusammen wohnen. Deshalb suchen wir jetzt eine Wohnung. Ich finde, man kann auch zusammen sein, wenn man nicht verheiratet ist. Ich kenne viele Paare, die so leben. Ich finde die Ehe wichtig, aber man muss nicht heiraten, wenn man zusammenleben möchte. Übung 26. 1. Im Garten. Nicht gern im Garten. Ich arbeite nicht gern im Garten. Zwei. Gemeinsam. Betreuen wir gemeinsam. Die Kinder betreuen wir gemeinsam. Übung 31. 1. Das Geld. 2. Das Kinderbetreuungsgeld. 3. Das Karenzgeld. 4. Wegen der Prüfung. Während der Arbeit.
außerhalb der Innenstadt. Der Staat. Die Wirtschaft. Der Betrieb. Übung 2. Servus. Hallo. Schmeckt dir das Essen nicht? Oder warum isst du nichts, Ali? Ich habe keinen Appetit. Geht es dir nicht gut? Ach, ich weiß nicht. Ich finde es gut, dass wir demonstrieren. Aber ich habe Angst, dass Mazzone das Werk trotzdem zusperrt. Die Verhandlungen zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsleitung haben bestimmt keinen Erfolg. Sei nicht so pessimistisch. Ich bin sicher, dass die Vertreter des Betriebsrats und die Geschäftsleitung einen Kompromiss finden. Außerdem sind wir noch jung. Wenn Mazzone das Werk schließt und wir arbeitslos werden, finden wir sicher eine neue Stelle. Ja, das stimmt schon. Aber ich arbeite gern hier und mag meine Kollegen. Das alles möchte ich nicht verlieren. So fühlen wir uns alle, aber Angst haben hilft uns nicht weiter. Wir sollten kämpfen, damit wir unsere Arbeit nicht verlieren. Ich finde es gut, dass der Betriebsrat mit Streik gedroht hat. Man darf das Werk nicht zusperren. Nicht nur für uns Mitarbeiter, auch für die Stadt ist das sehr wichtig. Die Stadt braucht die Steuern, die Mazzone zahlt. Ohne Mazzone hat Bierhäuselberg keine Zukunft. Eva, die große Kämpferin. Aber du hast natürlich recht mit dem, was du sagst. Ich finde es auch gut, dass der Betriebsrat mit Streik gedroht hat. Und es ist wahrscheinlich nicht gut, so pessimistisch zu sein. Genau. Noch haben wir ja eine Chance, dass das Werk hier bleibt. Hoffentlich hast du recht. Übung 13. Erste neue Nachricht. Montag, 9. Juli, 9.32 Uhr. Guten Tag, Frau Jan. Hier ist Herr Dvorak von der Firma Abel Catering. Sie haben sich bei uns als Restaurantfachfrau beworben und wir möchten Sie gerne zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Bitte kommen Sie am 12. Juli um 10 Uhr vorbei. Wenn Sie zu diesem Termin nicht können, rufen Sie mich bitte an. Meine Nummer ist 05572 32895. Vielen Dank und auf Wiederhören. Zweite neue Nachricht. Montag, 9. Juli, 10.46 Uhr. Grüß Gott, mein Name ist Iris Bauer vom Hotel Seeblick. Ich habe Ihre Bewerbung erhalten und finde sie sehr interessant. Im Moment kann ich Ihnen leider keine Stelle anbieten, aber in 5 Monaten geht eine Mitarbeiterin in Elternkarenz. Ist das für Sie interessant? Bitte rufen Sie mich zurück. Meine Nummer haben Sie ja. Vielen Dank und auf Wiederhören. Dritte neue Nachricht. Montag, 9. Juli, 15.23 Uhr. Guten Tag, hier ist Mursil vom Hotel Adler. Sie haben sich per E-Mail bei uns als Restaurantfachfrau beworben. Bitte schicken Sie uns noch ein Arbeitszeugnis und eine Kopie von Ihrem Schulabschluss. Danke und auf Wiederhören. Übung 19. 1. 1.800 Euro. 1 Bruttogehalt von 1.800 Euro. 1. Ich habe ein Bruttogehalt von 1.800 Euro. 2. 366,60 Euro.
bezahle ich 366,60 Euro. Für die Versicherung bezahle ich 366,60 Euro. Drei. 1.243,40 €. Im Monat 1.243,40 €. Auf mein Konto kommen im Monat 1.243,40 €. Übung 24. 1. Unwichtig. Unmöglich. Unsicher. Unzufrieden. Zwei. Chancenlos. Problemlos. Sprachlos. Beispiellos. Drei. Die Abfindung. Der Sozialplan. Die Betriebsvereinbarung. Übung 5. 1. Sie benutzte nicht den Lift, sondern die Stiege. 2. In dieser Firma arbeiten die Leute auch am Wochenende. 3. Er verdiente viel weniger als ich. 4. Ich mache einen Termin beim Arzt aus. 5. Ich danke meinen Freunden für ihre Hilfe. 6. Sie wohnten in einer Dreizimmerwohnung. Übung 9. Guten Abend, liebe Hörer. Hier ist wieder Johannes Winter mit seinem Themenabend. Heute wollen wir über Märchen sprechen. Wir alle haben in unserer Kindheit Märchen gelesen oder die Erwachsenen haben sie uns vorgelesen. Welche Erfahrungen mit Märchen haben Sie? Rufen Sie uns an und berichten Sie. Da ist auch schon der erste Anrufer. Guten Abend. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Mein Name ist Maria Marinetti. Guten Abend, Frau Marinetti. Was wollen Sie uns über Märchen erzählen? Ich komme aus Italien und lebe seit 16 Jahren in Österreich. Mein Mann ist Österreicher, deshalb lebe ich hier. Ich habe schon als Kind in Italien gerne Märchen gehört oder gelesen. Aus Italien und aus anderen Ländern. Unsere Kinder sind hier in Österreich geboren und aufgewachsen. Und als sie klein waren, haben sie viele Märchen auf Deutsch durch Freunde und im Kindergarten kennengelernt. Ich habe dann ein Märchenbuch auf Deutsch gekauft und ihnen die Märchen vorgelesen. Das war schön für die Kinder und auch gut für mich, weil die Märchen mir geholfen haben, besser Deutsch zu lernen. Vielen Dank, Frau Marinetti. Mit wem spreche ich jetzt?
Guten Abend, hier ist Lukas Zimmermann. Was können Sie uns zum Thema Märchen sagen? Meine Eltern haben mir nie Märchen vorgelesen, aber meine ältere Schwester. Ich habe das geliebt. Als ich in die Schule kam, habe ich angefangen, selbst Märchen zu lesen. Lesen Sie auch heute noch Märchen? Ja, ich finde sie auch heute noch sehr interessant, weil man aus ihnen viel über das Leben lernen kann. Zum Beispiel geht es in Märchen oft um Fragen wie, was bedeutet Glück? Oder was ist wichtig im Leben? Das sind doch ganz wichtige Fragen. Ich habe viele Märchenbücher in meinem Bücherregal. Nicht nur die Märchen der Gebrüder Grimm, sondern auch Märchen aus anderen Kulturen. Die finde ich besonders spannend. Übung 20. Herr Pichler, Sie sind jetzt 52 Jahre alt. Meinen Sie, dass Ihre Kindheit anders war als die von den Kindern heute? Ja, da bin ich ganz sicher. Wir haben noch mit ganz anderen Sachen gespielt als die Kinder heute. Und wir haben sehr oft draußen gespielt. Kinder spielen heute viel seltener auf der Straße als früher. In meiner Kindheit gab es noch keine moderne Elektronik. Playstations, Gameboys und Computer kannten wir nicht. Ich glaube auch, dass wir als Kinder früher mehr Bücher gelesen und mehr Radio gehört haben. Radio? Ja, nach der Schule habe ich oft das Radio eingeschaltet, um das Kinderprogramm zu hören. Heute schalten viele Kinder nach der Schule den Fernseher ein. Hatten Sie Fernsehen? Meine Eltern haben einen Fernseher gehabt, aber es gab nur zwei Programme. Ich erinnere mich noch, dass das Bild schwarz-weiß war. Der Samstagabend war bei uns, wie in vielen Familien, immer der große Fernsehabend und am Montag war das Programm vom Samstag dann oft ein wichtiges Thema auf dem Schulhof. Heute gibt es viel mehr Programme und die Kinder schauen selten gemeinsam mit den Eltern fern. Viele haben einen eigenen Fernseher im Kinderzimmer. Glauben Sie, dass Kinder heute mehr fernsehen als Sie in Ihrer Kindheit? Ja, die Kinder sehen heute sicher mehr fern. Wir hatten ganz strenge Fernsehzeiten. Samstagabend, wie ich schon gesagt habe, und dann durften wir dreimal in der Woche am Nachmittag das Kinderprogramm sehen. Ich glaube aber, dass das Fernsehen wegen des Internets, der Computerspiele und der anderen modernen Sachen für die Kinder heute weniger wichtig ist als für uns früher. Welche Unterschiede gibt es noch? Ich denke, dass auch die Erziehung anders geworden ist. Meine Eltern waren viel strenger, als ich zu meinen Kindern bin. Auch die Lehrer in der Volksschule waren ziemlich streng. Ganz sicher strenger als heute. Auf dem Gymnasium war es dann lockerer. Sehen Sie außerdem noch Unterschiede? Heute lernen die Kinder in der Schule anders. Sie benutzen den Computer und das Internet, um ihre Hausaufgaben zu machen. Sie schicken ihren Lehrern die Hausaufgaben per E-Mail. Wir mussten alles ganz ordentlich mit der Hand schreiben und im Unterricht abgeben. Möchten Sie heute noch einmal Kind sein? Warum? Meine Kindheit war sehr schön. Auch heute kann die Kindheit sicher schön sein. Aber ich möchte nicht tauschen. Vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Übung 22. 1. Redet miteinander. Aßen zusammen und redeten miteinander. Sie kochten zusammen, aßen zusammen und redeten miteinander. Zwei. Am Laptop arbeitete. Während er am Laptop arbeitete. Sie nahm ein Buch und las, während er am Laptop arbeitete.
Übung 28. 1. Der Elektroherd. Die Energiesparlampe. Die PlayStation. Die Satellitenschüssel. Zwei. Klingen. Lassen. Nennen. Rufen. Ziehen. Drei. Klang. Ließ. Nannte. Rief. Zog. Übung 1. 1. Entschuldigen Sie, darf ich Sie etwas fragen? Ja, natürlich. Was kann ich für Sie tun? Ich suche eine Musik-CD als Weihnachtsgeschenk für einen Freund. Aber ich kann mich nicht entscheiden, welche ich nehmen soll. Schauen Sie doch einmal in diesem Regal. Hier haben wir die 20 beliebtesten CDs. Da finden Sie sicher ein Geschenk für Ihren Freund. 2. Lukas, kaufen wir doch den hier. Der ist wirklich gut und der Preis auch. Ich denke auch, dass wir diesen nehmen sollten. Aber ich möchte noch in ein, zwei anderen Geschäften schauen, wie viel er dort kostet. Aber vielleicht sind dort die Beratung und das Service schlechter. Wir sollten nicht nur an den Preis denken. In diesem Geschäft hier finde ich das Service sehr gut. Das ist auch wichtig. Wenn mit dem Gerät etwas nicht funktioniert, brauchen wir Hilfe. Aber Francesca, der Computer kostet fast 1000 Euro. Gutes Service ist wichtig, aber man kann trotzdem Geld sparen. Vielleicht gibt es ihn woanders billiger und der Service ist trotzdem gut. Ja, du hast recht, aber ich finde, wir sollten das dann trotzdem. 3. Hallo, hier ist Dieter. Sag mal, Jem, weißt du, wo ich eine Waschmaschine und einen Geschirrspüler für einen guten Preis bekommen kann? Ich bin gerade umgezogen und muss mir beides neu kaufen. Also ich finde, Elektromax im Stadtzentrum ist ein gutes Geschäft. Da gibt es oft sehr gute Angebote. Ich glaube, dass die Geräte hier in der Stadt ziemlich teuer sind. Ich muss sparen, weißt du? Wenn du hier nichts findest, dann schau doch mal im Internet nach günstigeren Angeboten. Ja, das mache ich. Danke für den Tipp. Übung 3. Irene Blum, grüß Gott. Hallo Irene, hier ist Tobias. Ich rufe wegen der Hochzeit von Martin und Paulina an. Ich weiß nicht, was ich ihnen schenken soll. Hast du eine Idee? Martin hat gesagt, dass sie sich ein schönes Bild für die neue Wohnung wünschen. Das ist ein guter Tipp. Aber die Frage ist, was den beiden gefällt. Da hast du recht. Du solltest sie anrufen und fragen. Ja, das mache ich. Wir sehen uns dann auf der Hochzeit. Also bis bald. Übung 4. Hallo, hier Robert Böhm. Ich freue mich immer über Bücher. Ja, ein Krimi ist nicht schlecht, aber nicht von Henning Mankell. Die kenne ich alle schon.
Ich freue mich schon. Wir sehen uns dann am Freitagabend. Wenn du willst, kannst du einen Salat machen. Übung 10. Liebe Hörer und Hörerinnen, morgen beginnt das neue Jahr. Wir haben einige Menschen in der Innenstadt gefragt, was sie sich für das neue Jahr wünschen. Mehr Erfolg im Beruf, mehr Zeit für die Familie, einen Lottogewinn oder etwas ganz anderes? Herr Husjew gab uns diese Antwort. Naja, ich bin beruflich sehr erfolgreich. Also Erfolg im Beruf ist für mich nicht so wichtig. Aber ich bin viel in der Firma und habe wenig Freizeit. Ich wünsche mir, mehr mit meiner Familie zusammen zu sein. Frau Zucker hat einen anderen Wunsch. Für mich ist die Sache ganz klar. Karriere ist für mich kein Thema, weil ich nicht berufstätig bin. Zeit für meine Familie und die Freunde habe ich. Aber wir haben in unserer Familie mit 4 Kindern nie genug Geld. Deshalb wünsche ich mir einen Lottogewinn. Dann wäre vieles einfacher. Herr Gerber wünscht sich etwas besonders Schönes. Meine Frau und ich sind seit 2 Jahren verheiratet und wir hätten gern ein Kind. Ja, ein Kind, das wäre schön. Darüber wären wir sehr glücklich. Alles andere ist für mich nicht so wichtig. Und diese Antwort gab uns Frau Lena. Naja, ich bin erfolgreich im Beruf, verdiene gut und Zeit für meinen Mann und die Kinder habe ich auch. Aber ich bin leider oft krank. Ich wäre gern gesünder. Das wünsche ich mir für das neue Jahr. Übung 23. 1. Nicht mehr arbeiten. Müsste ich nicht mehr arbeiten? Wenn ich im Lotto gewinnen würde, müsste ich nicht mehr arbeiten. Zwei. Immer Urlaub machen. Könnte ich immer Urlaub machen? Wenn ich nicht mehr arbeiten müsste, könnte ich immer Urlaub machen. Drei. Vielleicht langweilig. Wäre mein Leben vielleicht langweilig? Wenn ich immer Urlaub machen könnte, wäre mein Leben vielleicht langweilig. Übung 29. 1. Der Konsument. Der Konsumentenschutz. Der Konsumentenschutzverband. Konsumentenfreundlich.
2. Die Beratungsstelle. Das Beratungsangebot. Die Beratungsleistung. Drei. Der Vertrag. Der Kaufvertrag. Der Dienstleistungsvertrag.